Welche Zielsetzung hat Demokratie jetzt? Wir wollen, dass unsere demokratische Verfassung auch gelebt wird. Dazu braucht es auch einige Veränderungen. Es gehört vor allem dazu, dass die Bürger und die Bürgerinnen ein deutliches Signal setzen, dass sie mehr Demokratie und bessere Demokratie wollen. Erster Punkt, ein neues Wahlrecht. Persönlichkeiten gehören in das Parlament, die ihre Meinung nicht nur haben, hoffentlich, sondern auch vertreten und sich quer durch die Parteien zusammentun, um etwas zu verändern, Anliegen zu vertreten. Mehr direkte Demokratie. Auch die Menschen in diesem Land sollen das Recht haben, Politik, Anliegen in den politischen Entscheidungsprozess hineinzukriegen. Und daher braucht es mehr direkte Demokratie, die tatsächlich gehört werden muss. Daher Volksbegehren ab einer bestimmten Stärke müssen auch wieder der Bevölkerung als Volksabstimmung zur Durchsetzung verhelfen. Grund- und Freiheitsrechte. Wir haben noch in unserer Verfassung noch immer keinen Grundrechtskatalog. Ein Skandal eigentlich. Das soll sich ändern, indem der europäische Grundrechtskatalog in unsere österreichische Verfassung kommt. Ein starkes Parlament gehört mit dem ersten Punkt zusammen. Es kann nicht so sein, dass das Parlament von der Regierung beherrscht, kontrolliert wird. Umgekehrt muss es sein. Ein starkes Parlament, das die Regierung kontrolliert und ihr die politischen Ziele vorgibt, die sie auszuführen haben. Kampf gegen die Korruption, brauche ich nicht viel zu sagen. Dass Österreich auf einmal eine Insel der Korruption geworden ist, das kann es ja nicht sein. Hier sind ganz bestimmte Änderungen notwendig und dafür muss es einen starken Druck der Menschen geben. Unabhängigkeit der Justiz. Wir wollen, dass die Generalstaatsanwaltschaft eine unabhängige wird, die vom Parlament kontrolliert, aber unabhängig vom Ministerium und weisungsfrei agieren kann. Unabhängigkeit der Medien. Zu einer Demokratie gehört eine lebendige Medienlandschaft und auch ein unabhängiger öffentlicher Rundfunk. Und dazu braucht es gesetzliche Änderungen und braucht es auch bei den Medien Förderungen, damit eine qualitativ hochstehende Medienlandschaft wirklich Wirklichkeit wird. Einen neuen Föderalismus, einer der Grotesken der Republik. Unser Föderalismus stammt aus dem Jahr 20. Es gab eine völlig andere politische, wirtschaftliche Situation. Das gehört reformiert, damit die öffentlichen Ressourcen sinnvoller eingesetzt werden. Denken Sie nur an die Verwaltungsreform. Reform der Parteien, ja, das ist ja überhaupt unglaublich. Wir haben ein Parteiengesetz, in dem nichts drinsteht. Es ist das schleißigste Parteiengesetz. Es geht darum, dass wir Parteien haben, wo demokratische Entscheidungen vorgeschrieben sind, wo es ein Minimum an Programm und auch an organisatorischen Strukturen geben soll, damit die Parteien als lebendiger Teil unserer Demokratie ihren Aufgaben gerecht werden können und auch kontrolliert werden von einer Öffentlichkeit, die eben hinschaut, wer da Parteipolitik macht und wie das zustande kommt.